Ich muss mir dann präzisieren und sagen, gerade bei den Schreibenden ist es natürlich so, dass ihr Einkommen für die literarische Tätigkeit aus ganz vielen kleinen Teilen der Staat. Das ist auch das, was wir immer, das ist auch immer Gefahr, wenn man sagt, es ist ein Teil, ist vernachlässigbar. Wenn man 50 Teile hat und einer wegfällt, ist der eben nicht vernachlässigbar. Hingegen, wenn man nur 3 Teile, also auch bei 3 Teilen ist es nicht vernachlässigbar, aber dann ist es viel besser zu erklären, dass ein Drittel nicht vernachlässigbar ist, wenn man aber jemanden muss erklären, dass die 3/50 nicht vernachlässigbar sind, weil sie auch ein Teil sind von ihrem Ganzen. Und das ist gerade bei der Literatur ist das ganz stark so, dass dort sind die Einkommen so klein gestückelt, dass es eben ganz, es ist egal, ob man dann nur 300 Franken aus der Verwertungsgesellschaft verdient oder 1000 Franken, das ist eben nicht vernachlässigbar im Zusammenhang, wenn man das Ganze anschaut von einem literarischen Einkommen. Und das, denke ich, ist eben schon ganz wichtig. Und das hat eben und in dem Sinn, das ist das, was natürlich jetzt in der Schweiz in dieser Diskussion und Urheberrecht auch immer auf höchster Ebene, also vom Bundesrat, argumentiert worden ist, das sind vernachlässigbare Beiträge. Also das lohnt sich nicht, dem nachzugehen, weil es viel zu wenig geht. Und das ist glaube ich, auch eine Debatte, die jetzt beim Textbereich ganz stark geführt werden muss, dass es eben nicht vernachlässigbare Einkommen sind, auch wenn sie noch so klein sind. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich die, wo wir uns auch immer wieder gefragt haben, die Schweiz ist ein kleiner Markt. Und man ist noch viel kleiner, weil er auch noch sprachlich zerstückelt ist, wenn man jetzt immer noch im Text bleibt. Und das ist ja auch die grosse Problematik, die wir haben mit so Grosskonzernen, also mit so grossen Plattformen, mit grossen Plattformen wie jetzt beispielsweise Google. Das hat ja auch dazu geführt, dass wir jetzt beispielsweise gesagt haben, wir brauchen in der Schweiz für die Literatur eine bessere Suchmaschine, die gezielter Literatur darstellt als über Google, wo man zuerst über 20 Buchhäuser durchklicken muss, bevor man die erste relevante Information findet. Also das hat nicht ihr Verschulden im Sinn vom System, sondern es ist einfach für einen Schweizer Markt ist einfach Google zu gross, also zu klein. Oder? Das sind so Spiele, die natürlich ganz stark auch mitspielen. Also wie kommt bei diesen riesigen Systemen, wie jetzt auch Google Suchmaschine, wie kommt ein kleiner Künstler, der in der Schweiz ist, überhaupt zu dem, dass er davon kann, den Nutzen ziehen, weil ich glaube, also wir sagen das auch immer bei Amazon, es ist schön gut, wenn man bei Amazon ein Buch platziert, aber wenn man nicht irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit hat, findet einem ehrlich gesagt niemand auf Amazon, außer es ist ein Zufall. Und diese Fragen sind natürlich, spielen im Diskurs mit grossen Plattformen eine ganz wichtige Rolle, wenn man von der Schweiz redet. Oder? Das denke ich, ist nicht ganz zu vernachlässigen. Das nimmt mich wunder, wie Sie mit solchen mit kleinen Ländern umgehen. Oder? Die Schweiz ist nicht das einzige Land, das Problem hat. Du sprichst eigentlich das System von Swisscom TV, wo eben sagt, wir haben so und so viele Schweizer Filme. Und das ist eigentlich das Portal, wo die Schweizer, wenn sie so einen Film wollen, gehen sie dort hin. Und dann schauen sie dort. Also das wäre dann so etwas. Da vielleicht in Sachen Zweitverwertung noch hinter sich, wenn das nur das Kapitel fällt. Da mit seiner Halbwert mit Google Books. Es gibt nicht nur das Partnersystem, sondern es gibt auch das Bibliotheksprogramm. Mhm. Und genau in der Schweiz haben wir das gemacht mit der Universitätsbibliothek in Lausanne. Die Bayerische Landesbibliothek ist das Thema, die österreichische Nationalbibliothek sind wir im Moment dran. Da können wir hier digitalisierte Bücher benutzen. Das kostet wahnsinnig viel Geld, es sind etwa 100 Dollar pro Buch, wo man da muss einkalkulieren. Die Bibliothek kommt jeweils ein digitales Exemplar über, kann damit machen, was ich möchte. Und das andere Exemplar nimmt Google, zum Beispiel die Google-Buchsuche, verwerten. Wenn die Bücher nicht mehr unter das Copyright fallen, dann werden sie im Volltext in der Google-Buchsuche angezeigt. Wenn Urheberrecht noch bestimmt, dann schauen wir, dass wir entweder das Recht bekommen, zum mehr Text anzeigen, oder wir zeigen nur Autor und ISBN-Nummer und einen ganzen kleinen Schnipsel, wo dem Urheberrecht geschützt ist. Was wir aber machen und wo wir dann wirklich einen zusätzlichen Markt auch für Autoren wieder schaffen, sind so Bücher, wo es zwar noch gibt, als Hardcopy, wo aber schon lange nicht mehr aufgelegt werden. Und dort entstehen schon einmal neue Absatzmärkte, wenn es plötzlich eine digitale Kopie gibt, wo die Leute finden. Vielleicht in Nische, vielleicht irgendwo in einem wissenschaftlichen Bereich, wo niemand mehr das Buch findet, aber es gibt jetzt doch noch eine Möglichkeit, die digitale Kopie weiterzuverkaufen. Das ist auch möglich,
ganz neuen Absatz. Also die vergriffenen Werke, oder? Vergriffenen. Ja, da läuft ja direkt wieder irgendwie dazu. Ja, das ist eine tolle Vorstellung. Also die Demokratisierung von Wissen und allem, das ist ja irrsinnig, oder? Also das ist ja die Chance von all diesen neuen Tools, die man da hat. Und das finde ich grossartig und darum bin ich mir noch gar nicht sicher. Eben, das meine ich mit einer alten Sprache, über etwas Neues reden, das hat ja eine derartige Auswirkung auf uns, wie wir denken und wie unser Bewusstsein ist. Also wenn man es jetzt mal philosophisch anschaut, oder menschheitsgeschichtlich, das ist ja eigentlich ein Sprung, wie wo man ins perspektivische Zeitalter kommt, wo man mit Michelangelo. Also, das wird eine riesige Auswirkung auf unser Bewusstsein und wie wir sind. Und das finde ich ungemein spannend. Und ich frage mich dann eben manchmal, obwohl das jetzt ich eigentlich gegen mich selber rede, ob ich nicht vielleicht sogar sozusagen ja, pfeife auf die Urheberrecht. Zumal ich selber eigentlich auch meine Suchmaschine arbeite. Also in der zeitgenössischen Dramatik oder so wie wir. Ich schreibe vor allem Theaterstück, da arbeite ich mit Fremdtexten. Ich nehme Zeug aus Büchern, aus der Werbung. Ich habe ein Stück gemacht, das ich nur zusammengestellt habe aus Aussagen von CEOs, von Global Players. Und hat das auch. Also das neue Schaffen mit Bestehen. Ich arbeite eigentlich auch so. Also das Fantastische ist natürlich, du hättest auch was sagen, Pfeife aufs Ohr. Ja, mach das. Nein, ich meine jetzt auch philosophisch. Ja, ich meine es auch philosophisch. Weil wenn es dann, Susanne, wenn es dann einmal weg ist, so schnell zurückkommt es nicht mehr. Und das Interessante ist, dass übrigens im Wortbereich, also du hast das erwähnt mit Perspektive, der Malerei, der Schritt war natürlich ein Buchdruck gewesen. Und die Ersten, die Recht an dem reklamiert haben, waren nicht die Autoren, sondern es waren Buchdrucker gewesen. Die haben zuerst gesagt, man kann unser Produkt nicht einfach weiterverwerten. Und die Urheber, die geschrieben haben, die waren die Ersten, die eigentlich die Gedanken im Wort überhaupt für Urheberrecht. Und ich sage jetzt das nicht Google, aber Google hat vielleicht Freude, wenn das Urheberrecht abgeschafft wäre. Oder all die Anbieter. Und dann könnten sie sagen, so, jetzt ist er mal ein weites Feld, es ist alles offen, wir können es neu besetzen und kreieren unsere Rechte dazu. Könnte ja sein.